Er ist ein echter Kerl, ohne Furcht und Tadel und wahnsinnig ehrgeizig. Unser Kollege Kurt Eickhoff. Aber heute, da wird er hoffentlich endlich mal ein wenig in seine Schranken verwiesen, denn bei uns hat sich Jackie Weiß aus Friedberg gemeldet. Die junge Dame ist Rennfahrerin und Kurt dachte sich natürlich, hey, Frau am Steuer, Ungeheuer, die Kleine, die ziehe ich auf der Rennstrecke sofort ab. Doch wie heißt es so schön? Hochmut kommt vor dem Fall, nicht wahr, lieber Kurt? Von Friedberg in die Formel 1, das ist der Weg von Deutschlands jüngster Rennfahrerin Jackie Weiß. Hallo. Hallo. Wie kommt's? Andere stehen in deinem Alter eher so auf heiße Typen, du auf heiße Kisten. Ja, also in der Familie liegt's nicht. Keiner von meiner Familie ist eigentlich in Rennsport interessiert. Ich habe in Las Vegas mal Kart gefahren, habe ich gedacht, das ist ja super geil, besser als alles andere und bin jetzt hängen geblieben. Das heißt, du bist von Las Vegas nach Friedberg gekommen. Was verschlägt denn hier nach Hessen? Ja, ein paar Kollegen sind hier, die haben uns schnell eine Wohnung besorgt. Als 13-Jährige entdeckte Jackie in ihrer Freizeit in Las Vegas ihr Rennfahrergehen. Jetzt lebt sie in Hessen und feilt hier an ihrer Formel-1-Karriere. Bereits jetzt ist sie Deutschlands jüngste Formelfahrerin. Das Geld dafür sammelt sie mit Hilfe professioneller Hochglanzmappen bei örtlichen Sponsoren aus der Wirtschaft. Wir sind ein Friedberger Traditionsunternehmen. Die Jackie ist ein Friedberger Mädchen und die Nachwuchsförderung steht für uns an erster Stelle. An erster Stelle, das hört die 16-Jährige gern, obwohl es da noch ein kleines Problemchen gibt. Du bist die Rennfahrerin und ich muss dich hier durch die Gegend fahren. Du hast ja nicht mal einen Führerschein. Ja, also mal gucken, wer es wirklich richtig drauf hat. Hockenheimring, kannst du mir jetzt zeigen, was du so fahren kannst. Ja, düsen wir noch mal auf die Rennstrecke. Ich bringe Jackie zum Hockenheimring. Sie zeigt mir die Boxengasse. Ihre Techniker präparieren bereits unsere Rennkarts mit satten 43 Pferdestärken. Gleich fahren wir 200 Kilometer pro Stunde, nur 2 Zentimeter über dem Boden. Dabei kommt es auf genaue Streckenkenntnis an. Wo muss ich jetzt gleich langfahren? Also, hier ist die Gerade. Wir fahren in dieser Richtung. Hier hast du die erste Kurve. Dann musst du hier rechts abbiegen, sonst kommst du auf die lange Formel-1-Kurve. Also, es sind Pylonen, solltest du da eigentlich rechts fahren an den Pylonen. Auf zur Probefahrt. Nur noch den Helm auf. Wir sind bereit. Naja, fast. Eine Panne zögert unseren Start hinaus. Bange Minuten vergehen. Die Techniker suchen verzweifelt nach dem Fehler. Sie bauen das Kart komplett auseinander. Erst ein neues Getriebe bringt Abhilfe. Jackie erklärt mir das Setup und los geht's. Wegen der Leichtbauweise beschleunigt ein Kart um ein Vielfaches schneller als ein normales Auto, wenn man es denn beherrscht. Ich spüre jede Erschütterung auf dem strapazierten Asphalt der Formel-1-Strecke. Doch für Jackie ist das nur der Vorgeschmack für ihr richtiges Renntraining. Wahnsinn, dieser Formel-Rennwagen sieht ja schon fast aus wie ein Formel-1-Wagen. Wo liegen denn deine sportlichen Ziele dann? Alles genau, klar. Also Formel-1 will ich in ein paar Jahren fahren. Gab es denn schon mal eine Frau in der Formel 1? Ja klar, es gab mehrere schon, 3 Frauen, die ich von ich kenne. Mit dem Formel-Gloria-Wagen geht's auf die Piste. 145 PS, Tempo 250 und das ohne Führerschein. Ein riskantes Training. Wegen des Nieselregens ist die Fahrbahn nass, alles andere als optimale Bedingungen. Und dann passiert es, die Friedbergerin dreht sich von der Strecke. Ausgerechnet in der Kurve direkt vor der Boxengasse verlieren ihre Reifen den Grip. Doch dann Entwarnung. Ohne fremde Hilfe gelingt es Jackie, ihren Wagen aus der Gefahrenzone zu steuern. Ihr ist nichts passiert. Alltag im knallharten Rennsport-Business. Da sieht man es mal wieder. Typisch Frau am Steuer. Macht hier groß einen auf Rennfahrer, kann aber nicht mal rückwärts einparken. Jackie, was ist da gerade passiert? Du hast dich tierisch gedreht von der Strecke runter. Was war? Ja, Neuland für mich. Also in Regen bin ich noch nicht so oft gefahren. Bin ein bisschen zu früh aufs Gas und ins Heck gekommen. Was geht denn einem vor, wenn man sich so dreht? Nichts Besonderes. Gang wiederfinden und losfahren, weiterfahren. Bevor noch Schlimmeres passiert, die Zeit ist reif, dass ich wieder eingreife. Ein Mann, eine Frau, ein Rennen. Wir haben uns intensiv vorbereitet, geschraubt, gefroren und gelitten. Ein letztes Mal volltanken und dann zieht Jackie schon beim Start nahezu uneinholbar davon. Was will der blöde Kerl da hinter mir nun? Ist sie nicht süß? Ich frag mich, warum überholt er? Ja, warum bloß? Sehr witzig. Der hängt nun schon eine halbe Stunde ständig hinter.
Ich gebe zu, ich hatte keine Chance und hätte Jackie bis zum Abend nicht überholt. Nach diesem Tag steht für mich fest, da reift ein echtes hessisches Rennsporttalent heran. Na, da ist unser kleiner Macho-Kollege kurzfristig auch mal ein bisschen kleinlaut geworden. Gut so.